dem Klostermann-Kanal und ihr wollt euch ein Wohnmobil kaufen, dann gebe ich euch mal ein paar Tipps und Hinweise, worauf ihr dabei achten solltet. Also bleibt mal dran. Tja, das eigene Urlaubswohnmobil ist sicher ein Traum von sehr vielen. Und immer mehr Menschen erfüllen sich auch diesen Traum mittlerweile. Auch bei uns in der Altmark zum Beispiel gibt es immer mehr Womo-Besitzer und man kann immer mehr Womos vor den Häusern stehen sehen. Aber was braucht man für einen Wohnmobilkauf, außer viel Geld natürlich, denn noch so? Ja, Ende 2021 gab es in Deutschland so rund 675.000 Wohnmobile und die Neuzulassungen steigen immer noch, trotz eines doch sehr hohen Preisgefüges hier auf dem Markt. Seit mehr als 10 Jahren nimmt die Zahl absolut zu und zuletzt infolge der Corona-Pandemie sogar noch einmal extrem schneller natürlich. Und dass die Zahl der Wohnmobile nicht sogar noch weiter zugenommen hat, liegt auch daran, dass Hersteller zuletzt und aktuell mit vielen Lieferproblemen kämpfen mussten und auch immer noch kämpfen. Und Wohnmobilinteressierte sind laut verschiedenster Studien übrigens aktuell so überwiegend im Alter so zwischen 40 und 49 Jahren und verfügen im Durchschnitt über angeblich über mehr als 2.500 Euro netto Monatseinkommen. Ich glaube, die braucht man denn auch. Allerdings werden Wohnmobilnutzer mittlerweile auch immer jünger und vor allem junge Familien entscheiden sich immer öfter für ein Womo. Besonders gefragt sind deshalb wohl auch die kompakteren Modelle bei den Womos. Der eine oder die andere trägt sich vielleicht auch mit dem Gedanken, wäre es nicht wirklich cool, wäre es nicht wirklich schön, das eigene Urlaubsdomizil sozusagen immer dabei zu haben. Deutschland und Europa gibt es ja so viele wirklich schöne Ecken und sollte man vielleicht nicht doch mal das Geld in die Hand nehmen und ein Wohnmobil kaufen? Dazu kann ich euch natürlich sagen, gilt grob die Faustregel, wer mehr als 6 Wochen so im Jahr mit dem Camper unterwegs ist oder das zumindest sein könnte, sollte zumindest mal über einen Kauf nachdenken. Der Zeitraum muss jetzt dabei nicht irgendwie so zusammenhängend sein, aber ein Stück sein, das kann sich auch verteilen. Noch besser ist es natürlich, wenn man, so wie ich, das Womo auch noch ab und an beruflich nutzen kann. Denn als freiberuflicher Ingenieur bin ich öfters unterwegs und spare mir doch so einige Hotelkosten. Und schön ist natürlich dabei auch, dass ich somit immer meine eigene Wohnung, mein eigenes Bett dabei habe. Also davon profitiert man natürlich. Aber zurück mal zum Kauf für Urlaubsreisen und ähnliches. Eines kann ich euch gleich sagen, billig wird die Sache nicht. So viel muss klar sein. Für einen neuen Kastenwagen zum Beispiel müsst ihr etwa so 30.000 Euro plus ansetzen und durchschnittliche Wohnmobile liegen so zwischen 55.000 bis 77.000 Euro, Preise gerade steigend. Und große Luxusliner kosten schnell mal mehrere hunderttausend Euro. Wenn ihr nun trotzdem noch den Wohnmobilkauf erwägt, gibt es ein paar Punkte zu beachten. Vom ADAC gibt es übrigens dazu eine gute Checkliste auf der Seite, dort könnt ihr mal schauen. Und Entscheidungshilfe für den Wohnmobilkauf. Und ganz vorn steht dabei meist die Frage nach der Größe des Wohnmobils. Zu groß ist unpraktisch, zum Beispiel wenn man das Wohnmobil wenden oder in eine Stadt einen Parkplatz irgendwie finden und suchen muss. Zu klein dagegen soll es auch nicht sein. Stellt sich auch die Frage, bin ich regelmäßig nur zu zweit oder doch zu viert mit zum Beispiel zwei größeren Kindern unterwegs? Und wer sein Fahrzeug vielleicht selbst ausbauen will, vor allem weil man eine individuelle Einrichtung will, für den könnte ein Kastenwagen interessant sein. Mit kurzem Radstand macht dieser Fahrzeugtyp eine wirklich gute Figur im Stadtverkehr zum Beispiel und kann trotzdem eine hohe Zuladung verkraften. Am anderen Ende der Skala finden sich, entsprechende Finanzmittel mal vorausgesetzt, voll integrierte Wohnmobile und die Luxusliner. Die sind normalerweise ziemlich groß und das bringt manchmal auch Probleme mit sich natürlich. Für die bis zu 12 Meter langen Fahrzeuge gelten übrigens diverse Überhol- und Durchfahrtsverbote sowie natürlich auch Geschwindigkeitsbegrenzung. Und auch Maut- und Fährgebühren und so weiter liegen oft deutlich über denen für kleinere Wohnmobile. Dazu kommt, viele Luxusmobile verbrauchen, ebenso wie Allradmodelle zum Beispiel, deutlich mehr Sprit. Und nur so als Hausnummer mal so ein bisschen, 17 bis sogar 30 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer sind durchaus drin. Und gerade bei den aktuellen Spritpreisen kann das auch nochmal ein großer Posten im Reisebudget sein. Und generell gilt auch, lasst euch beim Kauf niemals drängen. Solch eine wirklich teure Anschaffung will wirklich gut überlegt und vorbereitet sein. Interessant ist dabei auch, wann ihr euren Traum wahrmacht.
Statistiker haben da mal beobachtet, dass die Preise für Wohnmobile meist zum Ende der Sommersaison anziehen, also teurer werden. Und der günstigste Zeitraum zur Anschaffung eines Wohnmobils oder eines Anhängers zum Beispiel liegt dagegen meist in den Wintern. Ja, und was man noch so wissen sollte, wer sich zum Beispiel für ein gebrauchtes Wohnmobil entscheidet, kann zwar Wartezeiten umgehen, die bei vielen Neufahrzeugen aktuell anfallen, aber viel billiger wird es dagegen meistens auch nicht. Das liegt vor allem daran, dass Wohnmobile sehr wertstabil sind und Fahrzeuge zum Beispiel aus der Vermietung werden bei den Händlern oft zu guten Preisen angeboten. Aber hier solltet ihr aber besonders mal genau auf Schäden und Mängel achten. Da muss man also genauer hinschauen. Und apropos Vermietung, vielleicht ist es auch eine gute Idee, euer favorisiertes Wohnmobil einmal noch zu mieten, bevor ihr wirklich das Modell kauft. So könnt ihr unter wirklich realistischen Bedingungen ausprobieren, was euch gefällt und was natürlich nicht. Und noch ein praktischer Tipp an der Stelle, achtet darauf, dass ihr euer Traummobil überhaupt fahren dürft. Knackpunkt ist hier das Gewicht, wovon ich rede. Also nur wer zum Beispiel vor 1999 den Führerschein gemacht hat, darf ohne weiteres Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren. Wer erst später die Prüfung abgelegt hat, muss die Klasse C1 oder C1E oder C besitzen, um Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen fahren oder führen zu dürfen. Und noch etwas an der Stelle, denkt am besten auch jetzt schon an die Zeit nach dem Urlaub. Ein Wohnmobil braucht auch im Winter natürlich einen Stellplatz. Wenn das nicht bei euch auf dem Grundstück irgendwie klappt oder möglich ist, benötigt ihr natürlich vielleicht ein Winterquartier und auch das kostet natürlich irgendwie immer Geld. Also muss man das auch mit einplanen. Wie ihr seht, sollte man wirklich vorher gut überlegen, ob man sich ein Womo kauft. Es ist definitiv kein billiges, aber wie ich finde, ein sehr schönes Hobby. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf euren Touren und Reisen. Euer Klostermann.